Jo Leute, heute mal mit dem Crusader, der Panzer, der nach dem Covenanter kommt. Ja, Covenanter, Crusader, ich will ja zum Centurio, Comet, Cromwell, alles mögliche. Und weil ich noch mal zwei habe, so wie ich das eben gesehen habe, ja, machen wir einfach mal ein Gefecht damit. Ihr hört, bin ich vielleicht ein bisschen krank. Und es tut mir leid, dass in der letzten Zeit nicht allzu, also keine Folgen rausgekommen sind, weil ich habe noch ein Schulaufgaben geschrieben, Echsen und sowas. Und dann hatte ich einfach nicht die Zeit und die Lust dazu, aufzunehmen. Und ja. Wir sind im untersten Drittel. Es ist schlecht. Die haben E25. Ich mag den nicht, der ist schnell und wendig und hat auch eine gute Gang. Ewig Panther, der wird interessant zu kaputt zu machen, wenn ich ihn sehe. Also wir haben wieder Artillerie dabei, zwei Stück, nee, drei sogar. Und die haben auch zwei Stück. Gut, dann gleicht sich das ja aus. Süße Gans. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir schaffen, schnell durchzubrechen. Dann fahre ich den jetzt hier mit. Drei Heavys gegen drei Heavys. Das ist okay. Der Scheiß ist ja nur, ich habe noch eine Vierer-Gun drauf. Also die nicht unbedingt 5er durchschlagen muss. Das ist wahrscheinlich der E25. Ja, lustig. Ja, wir können hinten auch dran. Ich drehe mich mal lieber zu ihm um. So, und kaputt. Und damit habe ich den ersten Kill gemacht. Yay! Oh, da ist direkt hinter uns was eingeschlagen. Ich fahr mal lieber hier rum. Ja, das mit der Arti ist jetzt ein bisschen... Aber wenn ich jetzt Arti wäre, würde ich nach da hinten versuchen reinzuschießen. Aber der ist halt ein extrem schneller und wendiger Panzer. Also ich finde ihn toll. Ich weiß ja nicht, wie andere dazu stehen, aber ich mag. So, und damit haben wir schon mal einen Heavy weniger, den wir bekämpfen müssen. Aber dort sieht es nicht gut aus. Oh. Ja, eigentlich müsste ich mal scouten, nur ich will jetzt nicht drauf gehen.
Allerdings bin ich leichtes Ziel für die Arti. So, jetzt bin ich in den Becken. Komm ich da hoch? Warum komme ich da jetzt nicht hoch? Und dann geht's halt wieder runter, ist mir das jetzt auch egal. Ich helfe dir mal. Ich meine, der hat auch nur noch 31 Cent. Man kommt da jetzt, meine ich, auch super hoch. Und ich fahre natürlich gegen die einzigste Säule, die auf uns steht. Fahr schneller. Das K1 und hier 150. Hier ist K1. Nein, lieber. Okay. Was erwartet? Churchill GC, den aber auch schon übel zugerichtet wurde. Da ist die Quelle, die will ich haben. I'd like to learn to book. Was kann ich denn bitte? Hab ich so? Nein. Oh, da ist noch einer. Wo stand er? Oh ne, der war schon tot. Okay. Ach. Ja, Überlegenheit. Überlegenheit. Abzeichen dritter Klasse. Ist okay. Richtschütze. Den haben wir dreimal reingeschossen. Ich dachte, ich hätte ihn gekettet. Aber okay. Teamauswertung. Ja gut, Geld habe ich jetzt nicht maximal gemacht. Schaden war ich jetzt auch nicht am höchsten. Das war ja nicht wirklich gut. Aber ich war, bin schon mal nicht letzter, wie der T150, da hat er nichts gemacht. Genau wie hier der K1 ist. Wir hatten hier eigentlich ein relativ schlechtes Team. Wobei die Mischung von dem mit dem LEC AMX, die wäre eigentlich gut gewesen. Er scoutet, bringt sich in Sicherheit hinterm Stein oder so, und er schießt halt drauf. Dauert halt zwar eine Weile, bis er schießt, aber dann schießt er und trifft wahrscheinlich auch. Grille, die hat am meisten Schaden gemacht, die hat ja noch den K1S oder so gekettet. Oder sogar Schaden gemacht. Direkttreffer 10, Flachschäden, Wirkungstreffer sind 4, Schaden insgesamt, Schaden, vorne Strecke 1,63. Damit Primum wäre es wahrscheinlich mehr geworden, aber ich sehe es jetzt nicht ein, wirklich Gold auszugeben, nur dafür. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch für das erste Mal. Wenn es euch gefällt, Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Ciao!